hatten ja jetzt überhaupt kein Geld mehr. Wir waren dann in der Situation, so Mitarbeiter, die haben uns 3 Monate Lohn gestundet. Die Banken haben gesagt, jetzt komm Kowalski, also jetzt ran mit der Kohle. Ja? Und es ist nichts passiert. Und das war schon unglaublich deprimierend. Für das Produkt war es das Allerbeste. Und der Meinung bin ich immer noch, wenn wir damals Geld gehabt hätten und hätten eine Kampagne gemacht, wir hätten es komplett versemmelt. Mhm. Es war nämlich damals noch der naturreine Mineraltrink, ja, Bionade Lycea und unten drunter stand und die Sonne geht auf. Ja? Das hätte überhaupt keiner verstanden. Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt kein Geld hatten, musste man natürlich kreativ werden. Ja? Also man wird nur wirklich kreativ, wenn einem alles andere genommen ist. Also neben der Freiheit, oder der, also die Kreativität überhaupt ermöglicht, also dieser, dass nichts anderes da ist, was du irgendwie gebrauchen kannst, brauchst du auch einen gewissen Druck und auch einen gewissen Mut. Wir standen da und haben gesagt, ja super, jetzt haben wir gar nichts mehr. Wir haben keine Plakate, wir haben keinen Fernsehspot, wir haben nur noch das Produkt. Also muss das Produkt und das Volk. So, und dann waren wir am Anfang so dumm und haben gesagt, okay, die kaufen das. Ja? Nee, kaufen tun sie es nicht. Also haben wir alles verschenkt. So, und dann ging es natürlich nochmal los, dass unsere Arbeiter, die Banken, alle gesagt haben, also jetzt verschenkt das auch noch. Und dann haben wir bis 1999 eigentlich ziemlich erfolglos so weitergemacht. Und konnten jetzt auch nicht aufhören, weil wir so viel Schulden hatten, dass das Ganze nur, ich sag mal, in einem absoluten Super-GAU gelöst werden konnte. Und das Problem ist, in Ostheim in der Rhön, bei 2.500 Leute, kannst du das nicht machen. Also haben wir weitergemacht. Und da ist dann was passiert, das hat sehr viel mit dem Erfolg von Bionade zu tun. Es hat immer einer losgelassen und der andere hat es dann weitergemacht. Der Dieter Leipold hat es entwickelt und er hat dann gesagt, ich bin ein guter Entwickler, aber ich bin kein guter Verkäufer. Und dann war meine Mutter und ich da und wir konnten es dann relativ gut verkaufen, weil wir davon total überzeugt waren. Wir haben ja geredet, bis die Leute irgendwie gewunken haben. Ja, und dann haben sie irgendwie gesagt, ja super, aber kennt doch keiner. So, und wenn jetzt einer eine Bionade bestellt hätte und hätte dann Gefahr gelaufen, dass der Kellner sagt, Bio was? Ja, und dann hätten seine Freunde irgendwie noch gesagt, bist du jetzt ein Öko oder was? Ja, also die Leute haben es einfach nicht bestellt. So sind wir eigentlich auf die, ich sag mal, auf diese Sponsoring- und Verkostungsstrategie gekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen in den Alnatura-Markt. Wir waren auf der Art Cologne, weil da offene Leute sind, die sich auch trauen. Also haben wir gesagt, okay, genau auf die müssen wir los und landen dann halt zum Schluss bei den Kindern. Die Idee war ja Kindergetränk, weil damals, als wir Bionade von der Idee her kreiert haben, haben Softdrinks Kinder getrunken. Und die Idee vom Dieter war, denen ein anständiges Produkt hinzustellen, weil diese Gruppe keine Lobby hat. Ja? Mhm. Die hat keine Lobby, die sagt, wir brauchen gesunde Produkte. Die ist nicht da. Und alles, was wir heute machen im Sponsoring-Bereich, wo wir Dinge unterstützen, haben was mit Kindern zu tun, mit Kultur, mit ökologischer Landwirtschaft oder mit Gesundheit und Bewegung. Lustig ist ja, dass die Leute denken, uns gibt es seit 2003. Das erste Mal erfolgreich als Unternehmen waren wir 2005. Wir haben also 2005 zum ersten Mal eine schwarze Null geschrieben und hatten 1985 die Idee. Das heißt, wir haben 20 Jahre lang gewurschtelt. 20 Jahre ist verdammt lange. Ich glaube aber, dass der Erfolg, und das ist auch gut so, Erfolg gibt es nicht über Nacht. Wenn man was wirklich will und dazu steht, schafft man es auch. Das kann ich jedem nur raten, also neben der Kreativität, die super ist, ja, braucht man einen gesunden Menschenverstand, um zu überprüfen, ob das wirklich auch richtig ist oder eine Sinnhaftigkeit hat, was man da macht. Und man muss es echt wollen. Ja? Also ohne, dass man was wirklich will, wird es nichts. Ich war mal vor 4 Jahren, das war total geil, auf so einem Markenseminar. Und dann
dann musste jeder, da waren also nur Unternehmer, da musste jeder seiner Marke eine Person zuordnen. Ja, und da haben die gesagt, ja, mein Wasser, das ist irgendwie so eine 29-jährige, fitnessorientierte. Und es hat einer erzählt, er war 60. So, und dann und ein Typ, dann habe ich mir gedacht, okay, also was sagst du denn jetzt? Dann habe ich mir gesagt, ja, Bionade bin ich. Ja? Sondern dann gucken die mich alle an und haben gesagt, wie? Ja? Habe gesagt, ja, wenn ich es nicht bin, wer soll es denn sonst sein? Die Leute stehen aber viel zu selten zu dem, was sie eigentlich tun und welche Haltung sie haben. Ne? Sie, was weiß ich, ihr kleines Revoluzzer-Piratenfleckchen, das hängt halt zu Hause, ja, und in der Öffentlichkeit sagen sie, naja, ne, ist doch, aber zu Hause sind sie, und ich glaube, man sollte Dinge sagen, die man denkt, ja, wenn sie durchdacht sind, weil man, glaube ich, sogar die Pflicht dazu hat, in allen Bereichen, wenn es um Toleranz geht, wenn es um andere Belange geht, wenn es um seine eigene Meinung geht, wenn man was nicht sagt, dann weiß es der andere nicht. Diese Erfahrung, wie es einem geht, wenn man nichts hat, die hält einen eigentlich am Boden. Und es gibt halt viele Leute, die kennen das gar nicht. Und wir haben halt, Gott sei Dank, muss man sagen, dieses Mahnende aus der Vergangenheit. Und diese Erfahrung gehört schon dazu. Leider ist es so, dass man es nur kapiert, wenn man es erlebt hat. Es gibt schon Leute, die in ganz anderen Situationen durchgehalten haben. Bei uns ging es ja nur, in Anführungszeichen, um die finanzielle Existenz. Ja, es gibt ja Leute, die haben mit all ihrem Glauben und Wissen auch um die Gefahr, dass sie umgebracht werden, irgendwas an Dinge geglaubt und festgehalten. Ja? Da hätte ich gern ein paar gehört, die sind aber leider schon tot. Ja. Ja. Also so ein Martin Luther King zum Beispiel oder auch so ein Mahatma Gandhi, weil die haben wirklich auch gesagt, was sie denken. Die haben alle eins gemacht, was ich sehr bewundere, die haben nämlich das Wohl der anderen über ihr eigenes gestellt.